Hallo, meine lieben Strickerinnen. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen hier aus Berlin. Ich bin Calypso und willkommen zu Stricken mit Calypso. Für die, die neu dabei sind, ich stricke schon seit meiner Kindheit, also seit ca. 20 Jahren. Und seit einem Jahr jetzt produziere ich diese kleinen Videos für YouTube und freue mich sehr, dass mittlerweile so viele dabei sind. Und ich bin auch immer super dankbar für eure Kommentare und für eure kleinen Spenden, die ihr über den PayPal oder Ko-fi-Link machen könnt. Auf jeden Fall macht es mir super Spaß, meine Projekte mit euch zu teilen. Und dieser Austausch ist einfach wunderschön, vor allem wenn man in seiner direkten Nähe. Ah, mittlerweile habe ich durch die Videos eine Strickfreundin kennengelernt, hier in Berlin. Und wir treffen uns auch ab und zu und tauschen uns aus über unsere Projekte. Das ist natürlich super, super schön. Und ich freue mich, mit so vielen Menschen über YouTube meine Projekte teilen zu können. Und ich hoffe, euch ein bisschen Inspiration bringen zu können. Heute habe ich einiges für euch vorbereitet oder einfach dabei. Kleine Updates zu meinen aktuellen Projekten und ja, verschiedene Einladungen. Also legen wir auch gleich los. Mit dem, was ich heute trage. Ich trage heute den Cardigan Sapphire von Mary Wallin. Den habe ich in einem Garn gestrickt von Borgo de Pazzi, eine Mischung aus pflanzlichen Fasern und tierischen Fasern. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Wahrscheinlich Leinen und Wolle einfach. Ich trage diesen Cardigan super, super gerne. Die Ärmel sind so ein bisschen lang, das finde ich super kuschelig und die Muster finde ich insgesamt super, super schön. Aber von diesem Cardigan habe ich euch schon vor ein paar Monaten erzählt, den kennt ihr schon. Deswegen, aber wir sind ja schon bei Mary Wallen, deswegen machen wir da auch weiter. Denn ich stricke hier zurzeit ein Design aus ihrem Heft Cherish und ich zeige euch einfach mal meinen Fortschritt. Da. Also es sieht langsam schon aus wie ein Pullover. Das ist super, super toll. Ich finde die Farben wunderschön. Gerade habe ich einen Colorwork-Abschnitt fertig. Deswegen hängen jetzt gerade keine Knäuel da dran. Und ich kann euch das ziemlich bequem zeigen. Also Ärmel und Körper habe ich schon miteinander verbunden. Und die erste Abnahmerunde für die Rundpasse habe ich bereits gemacht. Jetzt als nächstes kommt ein etwas größerer Colorwork-Abschnitt, für den ich, wo ich erstmal tief durchatmen muss, bevor ich mich da dran mache. Ja, wo ich einfach hoffe, bald Nachmittag oder einen Abend Ruhe zu haben und das dann einfach machen zu können und Spaß dran zu haben. Ich habe es bereits anprobiert, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das vielleicht gesehen, dass es schon ganz gut passt und ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Eine Sache muss ich aber erwähnen. Ich werde das, glaube ich, nicht nochmal so machen, denn die meisten Colorwork Pullover, die eine bunte Rundpasse haben, die strickt man von oben nach unten, also vom Kragen nach unten, auch in der Runde ohne Nähte. Und bei dem hier ist es von unten nach oben. Das ist schon okay und es wird auch passen und alles. Aber ich muss sagen, es ist nicht so bequem, das Colorwork zu stricken und da immer zwei Knäuel dran zu haben und die sich auf die Farben zu konzentrieren und gleichzeitig dieses ganze Gewicht immer irgendwie zu halten und hin und her zu schieben. Das ist nicht so ganz angenehm zu stricken, also es macht es ein bisschen mühsam. Deswegen, ich habe es jetzt zum ersten Mal gemacht, ein Colorwork-Pullover in der Runde von unten nach oben zu stricken und vielleicht auch zum letzten Mal. Ich glaube, ich werde in Zukunft das eher wie gewohnt machen, von oben nach unten. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt, über den ich mit euch sprechen würde, ist Farbdominanz. Also es ist ganz wichtig, wenn man einen Colorwork-Pullover strickt, dass man sich mit Farbdominanz auseinandersetzt. Also es gibt natürlich verschiedene Techniken, um Colorwork zu stricken. Man kann ja, beide Fäden in einer Hand halten. Man kann aber auch eine Farbe in jeweils einer Hand halten, also eine Farbe pro Hand. Beim klassischen Fair Isle oder Colorwork hat man immer nur zwei verschiedene Farben pro Reihe oder Runde. Das ist hier auch der Fall.
Deswegen halte ich immer eine Farbe in der rechten Hand und die andere Farbe in der linken Hand. Ich halte normalerweise, wenn ich nur mit einer Farbe stricke, den Faden in der linken Hand. Das heißt, ich muss da ein bisschen üben, um mit der rechten Hand auch stricken zu können. Das mache ich aber nur, wenn ich eben Colorwork stricke. Empfehlenswert ist auf jeden Fall beim Colorwork zu stricken, eine Viertelnadelgröße oder eine halbe Nadelgröße größer zu nehmen, damit die Fadenspannung gut sich ergibt und hinten die Fäden eben nicht zu eng werden und sich das Ganze hier nicht so zusammenzieht, weil ja, sonst wird es einfach nicht gut aussehen und nicht gut sitzen. Also es ist wirklich wichtig beim Colorwork-Stricken, dass die Fadenspannung stimmt. Und wenn ihr eben so wie ich das ausprobieren möchtet oder auch eine Farbe in jeder Hand haltet, dann ist es wichtig, dass ihr auf die Farbdominanz achtet. Man hält also die Hintergrundfarbe in der rechten Hand und die Hintergrundfarbe wird immer oben entlang laufen, während die dominante Farbe in der linken Hand gehalten wird und immer unten herum entlang geht. Das heißt also, beim Colorwork-Stricken könnt ihr hier sehen, dass die Fäden sich nicht überkreuzen, sondern immer alle parallel zueinander laufen. Hintergrundfarbe hält man in der rechten Hand und die dominante Farbe in der linken Hand und sie werden immer parallel aneinander vorbei gezogen, sozusagen. Sie überkreuzen sich in keinem Moment. Und man kann auch die dominante Farbe und die Hintergrundfarbe wechseln. Das heißt, es ist nicht für das ganze Projekt vorgegeben, dass die eine Farbe mal Hintergrundfarbe ist und die andere Farbe mal im Vordergrund ist oder dominant, sondern je nachdem, wenn ihr zum Beispiel ein Muster habt, so wie diese Raute hier unten. Das kann man vielleicht auf der Kamera nicht so gut erkennen, aber bei dieser Raute ist in der Mitte, die Raute ist also dunkellila und in der Mitte ist eine Masche in rosa. Und diese rosane Masche, die möchte ich natürlich, dass sie hervorsticht, weil sonst kann ich sie auch bleiben lassen, dann muss ich sie nicht stricken. Deswegen kann es natürlich sein, dass ich in der Reihe, bevor diese in der Reihe vor dieser rosa Masche, die dominante und die Hintergrundfarbe so halte und in der Reihe, wo diese rosa Masche in der Mitte von der Raute ist, die dominante und die Hintergrundfarbe eben tausche, damit diese rosa Masche in der Mitte auch hervorsticht. Also es ist wie gesagt nicht gesetzt für das ganze Projekt, sondern man kann je nach Bedarf, welche Farbe man möchte, die mehr heraussticht, welche Farbe mehr herausstechen soll, kann man die Fäden eben umtauschen. Das wollte ich euch zu Farbdominanz einmal erzählen und ich habe ein Video herausgesucht und vielleicht füge ich euch hier auch einen Screenshot ein von diesem Video. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch dieses Video in seiner Gänze angucken. Ich lasse euch den Link in der Infobox, es ist auf Englisch, aber da wird die Farbdominanz nochmal genau erklärt und auch mit Musterstücken auch deutlich gemacht. Genau, das waren so die zwei Punkte, die ich zu diesem Pullover hatte. Und ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten fertig, denke ich. Und ich freue mich schon sehr, ihn zu tragen, denn ich finde in diesen Wintermonaten immer besonders schön, wenn man bunte Sachen trägt, weil im Sommer tut man das sowieso, aber im Winter tendieren dann viele Menschen, habe ich das Gefühl, eher zu dunkler Kleidung, aber ich finde, es ist draußen schon so dunkel und trist. Da trage ich lieber, also sowieso meistens eher knallige Farben, aber im Herbst, Winter dann umso mehr. Genau, also hier bin ich gerade und schaut euch das Video zu Farbdominanz an. Vielleicht ist das ja in irgendeiner Form relevant für euch. Als nächstes habe ich ein neues Projekt angeschlagen und das ist total improvisiert. Ich hoffe, dass es überhaupt gut wird, weil ich habe nämlich keine Ahnung. Das ist ziemlich spontan, also vielleicht wird es auch nichts, mal sehen. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall. Und zwar habe ich von dieser Schoppelwolle hier noch drei Knäuel gehabt.
Das ist Schoppe Zauberball, das kennen einige von euch sicherlich. Und das ist die Sockengarnstärke. Die hat eine Lauflänge von, nicht ganz Sockengarn, ein bisschen dicker. Aber der hat 150 Meter auf 50 Gramm und ist 100% Schurwolle. Und ja, der Farbverlauf ist wirklich sehr, sehr schön. Und dazu hatte ich noch mehrere Knäuel von der Rowan Kitzel Case. Das sind also 70% Super Kid Mohair und 30% Seide in diesem Dunkelblau. Und da wollte ich gerne eben zwei benutzen, um das mit diesem Schoppelball zu kombinieren. Und es gibt da schon seit einigen Jahren diesen Trend, ein glattes Garn mit einem Mohairgarn zusammen zu verstricken, zusammenzuhalten und eben zu verstricken, um einen schönen flauschigen Stoff zu erhalten. Und das habe ich noch nie gemacht. Jetzt bin ich dem Trend verfallen mit diesem kleinen, ja, sag ich mal, fast Einzelknäuel, die ich noch zu Hause hatte. Von dem Kitzig Mohair habe ich noch mehr, aber das möchte ich gerne noch für ein anderes Projekt verwenden. Und mit diesen drei Schoppelbällen wusste ich eben nicht so genau, was soll ich machen. Also habe ich gedacht, das passt ganz gut zusammen. Und ich werde diesen Trend einfach mal ausprobieren. Ja, ich stricke das Ganze mit einer 4 mm Nadel. Das vergesse ich öfters mal dazu zu sagen, welche Nadelstärke ich verwende. Aber wenn ihr Fragen habt, gerne immer in die Kommentare schreiben. Und ich habe gedacht, ich stricke ein Slipover. Also ein, wie ein Pullunder, aber der eben an den Seiten offen ist und den man einfach so drüber werfen kann. Also bei mir wird es wirklich eng anliegend, weil ich habe nicht so viel Garn, also es ist körperbetont. Und ja, es ist auch im Moment cropped, denn ich möchte hier unten noch ein bisschen in dem Mohair stricken und an den Seiten hier auch. Wenn es gut aussieht und mir gefällt, dann werde ich vielleicht ein kleines Tutorial machen, wie ich das Schritt für Schritt gestrickt habe. Und falls euch das inspiriert, ich habe hier also verkürzte Reihen für die Schultern gemacht, damit ich diese Schulterschrägung hier erhalte und dann einen Rollkragen, hier auch die Schulterschrägung. Und ich finde, dass die Farben zusammen richtig schön aussehen, diese zwei Wollen oder diese zwei Garne, besser gesagt. Es macht einen super schönen Flausch. Ich weiß nicht, ob man das aus der Kamera erkennen kann, so rum vielleicht erkennt man das. Und auf jeden Fall gefällt es mir so besser als dieses Schoppelball alleine. Weil es ist zwar schön, aber ich weiß nicht, es ist einfach so süß verspielt. Vielleicht ein bisschen kindlich, diese Farben. Genau, aber mit diesem dunkelblauen Mohair zusammen gefällt es mir gut. Und ja, so sieht es gerade aus. Also ich habe zwei Teile gestrickt und dann oben an den Schultern mit der Drei-Nadel-Technik abgekettet. Genau, viel mehr werde ich jetzt noch nicht verraten, was in meinem Kopf herumschwirrt, wie das dann hoffentlich aussehen wird. Lasst euch also überraschen, so wie ich. Was dann daraus wird. Mal sehen, ob das tragbar ist oder nicht. Aber ein Slipover schmeißt man ja einfach so drüber. Also zieht man über den Kopf und dann bindet man das vielleicht hier so an den Seiten. Jetzt habe ich schon was verraten. Auf die eine oder andere Art und trägt dann halt eine Bluse oder sowas ähnliches dann darunter. Also auf jeden Fall wird ein bisschen Garn aus meinem Schrank verarbeitet. Denn ich mag kein Stash haben. Ich möchte nicht so Wolle ansammeln. Und das ist in letzter Zeit bei mir ein bisschen vorgekommen und ja, das stresst mich dann. Deswegen verstricke ich dann das, was ich habe, auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein Projekt, das ihr schon kennt. Das ist auch fast fertig. Das ist dieser wunderschöne Pullover aus dem Gotland-Garn, das ich euch vorgestellt hatte, von einer deutschen Schäferin. Und ich bin total begeistert, wie sich das strickt. Ich stricke das auch mit einer Vierernadel und es strickt sich wahnsinnig schnell. Und es verbraucht auch nicht so viel Garn. Ich probiere es vielleicht erstmal an und dann erkläre ich mehr.
So sieht das tolle Teil im Moment aus. Also hier hängen noch überall die Fäden und dieser Ärmel ist noch nicht fertig. Den muss ich noch fertig stricken. Der ist also im Rippenmuster gestrickt, von unten nach oben in der Runde bis zu den Armausschnitten. Dann habe ich für die Armausschnitte ein paar Maschen zugenommen, damit die Schultern hier so schön fallen. Und dann stricke ich jetzt gerade die Ärmel einfach gerade runter, ohne Abnahmen. Ich finde, ich hätte für die Ärmel vielleicht ein paar mehr Maschen hier aufnehmen können, aber also ich kann auf jeden Fall was drunter tragen, aber Sie sehen, der Style ist eben eng anliegend und ja, da ist jetzt keine Luft oder so. An dem einen Ärmel hier habe ich einfach ein paar Runden am Ende glatt rechts gestrickt, damit sich das einrollt und die Ärmel sind dann so ein bisschen offen, damit es hier mit dem Kragen gleich ist und mit dem hier unten mit dem Bündchen, da rollt sich das auch etwas ein. Ja, was soll ich noch sagen? Also, er ist super toll. Er gefällt mir wirklich gut. Er ist wirklich super, super simpel zu stricken. Deswegen, falls ihr irgendwie Interesse hättet an einer Anleitung, vielleicht würde ich die aufschreiben. Entweder eine Art Rezept oder dann wirklich mit mehreren Größen das ausrechnen. Das muss ich mir noch überlegen, weil ich habe noch einiges übrig. Und zwar werde ich noch circa 275 Gramm übrig haben und ich hatte am Anfang 600 Gramm von diesem Pullover. Das ist eine DK-Garnstärke. Das heißt, ich könnte noch einen zweiten Pullover stricken, der vielleicht ein bisschen kürzer, aber es könnte knapp reichen für einen zweiten Pullover, der identisch wäre. Aber brauche ich zwei identische Pullover? Eigentlich nicht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ratlos, was ich mit dem Rest machen soll. Also Rest, es reicht für einen Pullover in meiner Größe. Ich bin ca. 1,68 groß und habe einen Brustumfang von 89 cm, glaube ich. Und der ist ja auch super stretch. Also hier ist ja noch Platz für ein großzügiges oder üppiges Weihnachtsessen. Und ja, also entweder ich stricke einen zweiten daraus oder hier ist das Garn. Das hängt jetzt hier noch an dem Ärmel. Entweder ich stricke einen zweiten Pullover, der vielleicht ein bisschen kürzer ist und ja, knapp könnte es vielleicht reichen. Das müsste ich dann nochmal genauer wiegen. Oder wo war ich? Also entweder ich stricke einen zweiten Pullover, weil ich eben noch fast 300 Gramm übrig habe. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit läuft. Ich habe eben extra 600 Gramm bestellt, um sicher zu sein, dass ich genug habe. Und ich habe reichlich. Die läuft also super, super weit. Oder ich stricke den nochmal, vielleicht nächstes Jahr in einem anderen Garn und schreibe dann die Anleitung. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil zwei identische Pullover möchte ich nicht haben und ich möchte auch nicht unbedingt den Pullover nochmal stricken und den verschenken, weil es eben ein Garn ist, das man von Hand waschen muss. Und ja, in meinem Umfeld sind die Menschen, die ihre Kleidung von Hand waschen, eher rar gesät, ohne das jetzt böse zu sagen. Aber die andere Möglichkeit ist, wenn jemand Interesse hat an dem Garn, würde ich das auch abgeben für günstiger, als ich das gekauft habe. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ihr Interesse habt. Könnt ihr mir einfach gerne eine E-Mail schreiben oder in die Kommentare schreiben. Das wäre eine Option. Ja, oder was würde euch einfallen? Was könnte ich noch daraus machen? Weil Accessoires würde ich nicht unbedingt stricken. Ich habe so viele Mützen. Es ist schon immer schön, eine Mütze zu stricken, aber das würde ich nur machen, wenn ich nur 100 Gramm übrig hätte. Dann würde ich eine Mütze stricken. Aber wie gesagt, die Menge ist eben noch so.
Colorwork-Mustern und ich habe heute ja schon ein bisschen über Colorwork gesprochen. Um teilzunehmen an diesem Gewinnspiel ist ganz einfach. Ich werde also das Garn für dieses Set verlosen. Unter den Strickerinnen von euch, die entweder Winterblume, die Mütze, oder Wintergarten, die Mütze, im Ravelry-Shop erwerben. Und genau, also es wird verlost unter den Personen, die das gerne nachstricken möchten und sich die Anleitung gekauft haben, entweder für die Mütze Winterblume oder für die Mütze Wintergarten, wird eben das Garn verlost für das komplette Set. Ja, ich ermutige euch also teilzunehmen. Schreibt mir gerne einen Kommentar auch unter dieses Video, falls ihr teilnehmt und wenn ihr das auf Ravelry erwerbt, die Anleitung, dann kann ich euch auch kontaktieren über eure E-Mail-Adresse. Also ihr habt noch bis zum 5. November Zeit. Ich habe es ein bisschen verlängert. Ich hoffe, dass ich es rechtzeitig schaffe, ein Video aufzunehmen, um die Gewinnerin zu verkünden. Und jetzt kommt die Anleitung Nummer 2. Bevor ich auf das Barcelona Knit Festival gehe. Denn ich habe mir gegönnt ein paar Tage in Barcelona und ich war noch nie auf einem Strick- oder Wollfestival. Deswegen habe ich meinen Flug so gebucht, dass ich an dem Wochenende da bin und ich hoffe dann dort, dass dann dort besseres Wetter ist als hier. Falls unter euch auch andere Strickerinnen nach Barcelona fliegen zum Barcelona Knits Festival, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir gerne auf Instagram. Gerne lerne ich euch im echten Leben kennen, auf einem Festival, wenn die Gelegenheit sich ergibt oder wenn ihr mich einfach seht, wenn unter euch mich jemand sieht, dann sprecht mich einfach gerne an, wenn jemand da ist. Das würde mich natürlich super freuen. Und genau, also hoffentlich werde ich es schaffen, die Gewinnerin vorher zu verkünden, bevor ich da hinfliege. Und ich freue mich natürlich sehr, sehr auf dieses Festival und auf ein paar Tage in Spanien. Das ist natürlich schön und ich kenne Barcelona auch nicht wirklich. Also das wird auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und Einladung Nummer 3 kommt jetzt. Und zwar kennen einige unter euch bereits diesen Cardigan. Den habe ich Mariposa getauft. Mariposa bedeutet Schmetterling auf Spanisch. Den habe ich bereits im, ja, ich glaube Januar, Februar von diesem Jahr gestrickt und auch die Anleitung dazu geschrieben. Die ist jetzt auf Englisch verfügbar. Auf Deutsch bin ich fast fertig mit dem Übersetzen und auf Französisch kommt sie dann auch bald. Die ist in 9 Größen verfügbar und meine Größe ist, glaube ich, Größe M. Ich füge euch hier ein paar Fotos ein. Das sind Spaßfotos, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich die endgültigen Fotos kommen noch oder sie sind schon da. Ich weiß es nicht. die endgültigen Fotos kommen dann in die Anleitung. Die Fotos, die ihr jetzt hier seht, die am Strand, das sind eher so Freizeitfotos, die ich gemacht habe. Aber damit ihr einen Eindruck bekommt. Und den habe ich schon mal getragen in einer anderen Folge, ich glaube Folge 3. Könnt ihr gerne gucken gehen, 3 oder 4. Geht gerne einfach mal gucken. Das ist ein DK-Garn, 50% Wolle, 50% Baumwolle. Ihr könnt es stricken in dem Garn, das euch am besten gefällt oder gerade zur Verfügung habt. Habe ich keine strengen Vorgaben und wenn ihr eben Lust habt, das zu testen, dann schreibt mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Genau, also dieser Cardigan strickt sich von oben nach unten in einem Stück in Reihen, also hin und zurück, weil es ist ja ein Cardigan, der ist hier vorne eben offen. Also die Knöpfe kann man öffnen und der ist wirklich simpel zu stricken. Er hat keine Nähte. Die Styling-Elemente sind eben diese Krausabschnitte hier an den Ärmeln und auf dem ganzen Cardigan, die hier eben wie so Streifenmuster ergeben, aber mit Krausrippen. Wirklich simpel zu stricken. Er hat ein paar verkürzte Reihen hinten im Nacken. Das ist eine gute Übung, wenn man noch nie verkürzte Reihen gestrickt hat, kann man hier gut einsteigen. Also es ist wirklich ein tolles Einsteigermodell zum Üben, zum Lernen
und macht einfach Spaß zu stricken. Strickt sich einfach. Also wenn ihr Lust habt, teilzunehmen und Tests zu stricken, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail. Es sind eben 9 Größen verfügbar. Und ja, schreibt mir auch, falls ihr auf Englisch gerne Tests stricken wollt. Das ist auch eine Option und würde mir natürlich sehr, sehr helfen. Ja, das war's zu den 3 Einladungen. Also erstens, nehmt am Gewinnspiel teil. Zweitens, sagt mir Bescheid, ob ihr zum Barcelona Knits Festival auch geht und da seid, damit wir uns im echten Leben kennenlernen können. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und drittens, Teststricken vom Mariposa Cardigan. Und als letztes habe ich noch ein Buch erworben, mir gekauft, weil das wollte ich nämlich schon länger haben. Und ihr wisst ja, dass ich versuche, mich zu etablieren als Strickdesignerin und nach meine Kreativität teilen möchte. Deshalb bin ich natürlich immer auf der Suche nach Inspiration. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich mütterlicherseits Mexikanerin und ich hatte hier auf diesem Channel auch schon verschiedene Kleidungsstücke vorgestellt, die ich aus Mexiko habe. Oder wenn ihr auf mein Instagram geht, dann seht ihr auch schon, ja, Kleider aus Mexiko. Oder meine Ohrringe, die sind auch aus Mexiko, die ich gerade trage. Genau. Und Mexiko ist eben super stark im Kunsthandwerk. Hat sehr, sehr lange Tradition, wunderschöne Tradition. Und dort hat jedes indigene Volk seine eigenen Traditionen im Sticken. Nicht nur, also auch viele andere Traditionen, aber ich begrenze mich jetzt hier drauf. Und die Kleider, also die traditionellen Kleider in Mexiko, die heißen Huipil. Und die sind eben wunderschön bestickt. Und in Mexiko gibt es über 60 indigene Völker und jedes indigene Volk hat seine eigene Sprache und auch eigene Stickereimotive. Und deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft. Das ist auf Spanisch. Das heißt Mexico Bordado, also gesticktes Mexiko. Da sind eben von einigen indigenen Völkern aus Mexiko, wie zum Beispiel die Purépecha oder Tenango oder Massawa. Also von verschiedenen indigenen Völkern gibt es eben Stickereien in diesem Buch. Ich zeige euch hier ein Beispiel. Die Stickereien haben sehr viel mit der Natur zu tun und also mit den Tieren oder mit den Pflanzen. Das hier kommt zum Beispiel aus Oaxaca. Genau, also in jeder Region gibt es eins oder nicht eins, mehrere indigene Völker und jedes Volk hat eben seine Tradition. Und dieses Buch habe ich mir eben gekauft. Erstens, weil ich gerne sticke, aber leider habe ich nicht so viel Zeit zum Sticken. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich direkt etwas hier nachmachen werde. Aber ich kann mir gut vorstellen, das eben als Inspirationsquelle zu nehmen für kommende Designs, die ich machen möchte. Hier sieht man zum Beispiel eine süße Ananas. Ja, also falls ihr irgendwie Interesse daran habt, dann informiert euch einfach gerne im Internet oder schaut auf meinem Instagram. Da habe ich auch einige Beispiele oder ich folge Kunsthandwerkerinnen, die eben sticken und wenn euch das interessiert und ihr das schön findet, dann lade ich euch ein, das auch zu recherchieren. Ja, das Buch wollte ich euch eben noch gerne vorstellen. Dann war es das auch schon heute von mir und ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmt bezüglich der verschiedenen Einladungen, die ich gemacht habe. Und ja, ich sage euch dann einfach bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Ciao!